Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit einer Baby-Challenge. Und wir sind hier bei den Kiddos, die gerade hier ein bisschen Chillo-Milo machen. Denn gleiche Schule, aber die sind, glaube ich, alle gut auf dem Weg. Alles Gute zum Geburtstag. Hatte sie Geburtstag? Ich glaube, das ist doch schon ein paar Tage her, oder? Mies auf jeden Fall. Aber sie kann sich noch an ihre Hausaufgaben setzen. Ich habe die Nacht durchgespielt, weil es gab nichts Interessantes zu sehen. Die Sims haben da geschlafen. Sehe ich jetzt nicht den Grund, wieso man das unbedingt hätte zeigen müssen. Ja, auf jeden Fall hat sie hier noch Level 4 erreicht in Motorik. Und ist danach schlafen gegangen. Sehr, sehr spät nachts. Ja, das war aber doch das Einzige, was halt Spannendes passiert ist. Der Rest war langweilig, weil die Sims geschlafen haben. Sit down and play with the tablet. Wuhu! Ich hoffe, ihr werdet alle eine Note höher. Das wäre nämlich ziemlich cool, weil gefühlt ist es schon ewig her, dass Kinder und so bei uns hier gealtert sind. Also, beziehungsweise ausgezogen sind und Teenager geworden sind. Was wahrscheinlich gar nicht so ist, weil ich, also ich glaube, ich nehme das einfach nur so wahr, weil ich jetzt ja so viele Pausen und längere Pausen zwischen den Parts habe. Aber trotzdem irgendwie gefühlt, ist es schon länger her, dass wir wirklich vorankamen. Deswegen, ja, hoffe ich, dass dir jetzt einfach mal was wird. Stimmt, sie bekommt ja auch noch ein Kind, also sie ist ja schwanger. Das habe ich schon wieder fast vergessen. Morgen ist Erntefest, das heißt, sie gehen nicht zur Schule, das ist irgendwie nicht so toll. Obwohl, dann können die eigentlich direkt sich um ihre Fähigkeiten kümmern. Das ist auch nicht so bad, aber trotzdem. Quinn ist da. Hi, Girl. What up in the club? Die haben wir auch schon lange nicht gesehen. Wir können ja erzählen, dass wir schon wieder schwanger sind. Und sie ihr 66. Geschwisterchen erwartet. Und sie so, geil. Naja, den wird auf, also die werden auf jeden Fall nicht einsam werden. Sie ist traurig. Stimmungsschwankungen, Traurigkeit. Die kleinsten Kleinigkeiten bringen Melodie zum Weinen. Wahrscheinlich lassen die Hormone alles aus dem Ruder laufen. Baby! Einserschüler, Einserschüler, Einserschüler! Wuhu! Das heißt, es gibt auch einen Create-a-Sim-Moment in diesem Video. I'm in. Let's go, let's go, let's go! Happy Birthday to you! Er ist noch ein Kleptomane. Och, Manu. Wir entfernen ihn am besten schon mal aus der Familie. Dann kannst du dir etwas wünschen. Level 3! Woo! Happy Birthday! Yay! Und sie ist zimperlich und möchte Herrenhaus Baroness werden. Und du bist dran, Tuesday. Happy Birthday to you! Yay! Sie mag keine Kinder. Und sie ist ein Nerdchen. Ihr wisst, wo es jetzt hingeht. Thank you.
beiden Girls, ich weiß nicht, wieso ich so lange an den beiden gesessen habe. Weil irgendwie, also die sind ja jetzt nicht besonderer als andere Kinder von uns eigentlich. Aber auf jeden Fall sitzen die jetzt hier an den Projekten und arbeiten sich ihre Fähigkeiten zusammen. Durch das Einschlafen hat er noch Level 3 erreicht, deswegen kann er eigentlich direkt gealtert werden. Da muss ich ja nochmal in den Cars. Ups. Let's go, auf jeden Fall. Es tut mir leid, wenn der ganze Part quasi nur aus Create a Sim besteht. Ups. Aber das war so wirklich nicht geplant. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass er nur noch so wenig braucht. Ups. Happy Birthday to you. Er ist Kind des Meeres und kreativ. Leute, da steht kein Alien-Zeichen bei ihm. Ich habe letztes Mal nicht so richtig drauf geachtet und dachte wegen der Hautfarbe und so, dass er definitiv eins sein muss. Aber ich glaube, er hat nur die Gene geerbt und ist aber eigentlich gar kein Alien. Weil es ist auf jeden Fall dieses Zeichen nicht da und... Oh, wir haben doch kein Alien-Baby. Was für eine Enttäuschung, ey. Ehrlich, das kann doch nicht sein. Ich hatte mich so gefreut. Ich lieb's, dass ihr einfach alle Traditionen davon... toll findet. Außer die Zwerge. Same auf jeden Fall. Schöne Deko. Mein Akku ist fast leer. Oh shit. Ich glaube, sie sollte auch noch Level 3 erreichen. Sie hat schon Level 3 in Logik erreicht. Sehr schön. Weil sie hat mit Moody eben hier Schach gespielt. Sehr, sehr toll. Dann können sie am nächsten Tag vielleicht gealtert werden. Weil sie sind coole Kinder. Nice, nice. Ja, Level 3, sehr schön. Ich würde mich an dieser Stelle aber schon verabschieden, denn mein Akku ist gleich leer und ich möchte nicht, dass er noch ausgeht, bevor ich hier dieses Video beendet habe. Deswegen hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!